Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei MX vs. ATB Reflex. Muss ich gerade überlegen, ich wollte gerade Crash sagen. So, und heute machen wir ein bisschen freie Fahrt. Ich wollte eigentlich Supercross fahren, aber ich habe irgendwie ein bisschen Lust, einfach nur so durch die Gegend zu fahren. Und auf der ersten Strecke Hillsgrove in New York. Wo immer es in New York ein Sumpfgebiet gibt, wo man so rumfahren kann. Ich weiß es nicht. Zumindest denke ich mal, dass NY für New York steht. So, aber wir beginnen mal. Wir hatten mit einem Motorschlauchboot, keine Ahnung, was ist das? Aha, so werden wir dahin gebracht. Manchmal werden wir auch mit Hubschrauber irgendwo hingebracht. Ist immer so lustig, so. Ich muss mal wenig. So? Ja, das geht. Um nicht so zu schreien. So, was ist diese Woche denn so passiert? Ich konnte mir schon denken, dass ich diese Woche kein einziges Mal Witcher spielen werde, weil ich letzte Woche gesucht habe wie sonst was. Stattdessen, ich habe diese Woche wirklich kein einziges Mal Witcher angerührt. Wer weiß, vielleicht habe ich ja nächste Woche wieder Lust drauf, aber diese Woche habe ich dann eher, meine Zeichenlust kam zurück. Nach 2 Monaten habe ich endlich mal wieder was zustande bekommen. Ich hatte schon das Gefühl, ich kann nicht mehr zeichnen. Aber es hat dann doch geklappt und ich bin froh, 2 Bilder in einer Woche geschafft zu haben. Das hat mich doch schon sehr gefreut. Und ja, ich habe die Woche größtenteils damit Zeichnen verbracht, Musik hören, halt nur mal Videos aufnehmen. Dann habe ich noch, also wer sich für die Zeichnung interessiert, kann gerne in der Videobeschreibung sind ja mal alle Dinge verlinkt, wo ich so unterwegs bin. Bis auf Facebook, da poste ich mittlerweile nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch verlinkt habe. Eigentlich müsste ich es mal rausnehmen. Aber so auf Instagram und wow, DeviantArt und vor allen Dingen Twitter bin ich ja sowieso sehr, sehr aktiv. Also Instagram und Twitter. Und ich hatte mich ja sogar gefreut, dass die liebe Pan gestern das eine Bild sogar gesehen hat. Und ich glaube, die freut sich über das ganze japanische Essen. Deswegen komme ich nicht weiter. Das ist die Map zu Ende. Wie man auf der Karte auch sehen kann, wir sind ganz da oben. So, ich fahre einfach durch die Gegend, keine Ahnung. Ich kenne mich ja auch nicht so wirklich aus. Und ja, ich habe dann noch irgendwann vor 2-3 Tagen angefangen, meine Fanfictions ein bisschen zu überarbeiten. Einfach aus Langeweile. Ich wollte es einfach mal wieder lesen. Und andere lesen die sowieso nicht. Also bringt das Überarbeiten eigentlich nichts. Aber ich möchte meinen Geist zufriedenstellen. Weil es doch schon hier und da einige sehr, sehr grammatikalische Fehler gab. Und die kann man ja einfach mal ausbessern. So, das war sehr schlau. aber ich mag es einfach mal so rumzuspringen. Einfach so über Hügel. Auch wenn man dann vielleicht ein bisschen dumm landet, wie so. Boah, der war schon längst tot, der arme Kerl, ey. Ja, der war schon längst tot. Bei so vielen Knochenbrüchen und Gehirnerschütterungen und keine Ahnung. Wie sind die Bäume voll ab... sind die Blätter abgefallen. Interessant. So, ja, das habe ich diese Woche gemacht. Dann nochmal zu den Best-Offs. Das habe ich letzte Woche tatsächlich vergessen zu erzählen. Ich habe jetzt sogar einen Notizzettel gemacht. Einen virtuellen Notizzettel, damit ich ja nichts vergesse zu erzählen. Oh, der Sprung war schön. Na, fast. So, Best-Offs technisch. Hat man vielleicht schon letzte Woche gemerkt oder gesehen auf dem Kanal, dass ich von den ganzen Best-Offs alle Thumbnails geändert habe oder beziehungsweise neu gemacht habe, weil die waren mir einfach so ein großer Dorn im Auge. Vor allen Dingen die zu Crim Tales, aber wir sind wieder am Anfang. Und oh, ich muss es einfach neu machen. Jetzt können sie mir doch sehr, sehr viel besser sehen. Einheitlicher aus. Ein bisschen strukturierter. Und das mit diesen runden, abgerundeten Reihen dann gefällt mir auch sehr. Und ja, das habe ich schon letzte Woche gemacht tatsächlich. Und Best-Offs-technisch habe ich jetzt soweit vorproduziert bis Ende Oktober. Bin auch immer noch fleißig hier und da schneiden. Nicht mehr so viel, aber letzte Woche habe ich noch ein bisschen geschnitten. Und ja, soweit vorproduziert. Dann wurde sicher 1000-mal, eigentlich nur 2-mal, was aber schon recht viel ist, ein Best-of zu Until Dawn gewünscht, was aber auch erst nach meiner vorproduzierten Zeit kommt. Ich glaube, das dürfte dann das 53. sein, was rauskommt. Aber auf jeden Fall, Until Dawn kommt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
wieder mein Lieblingswort, kommt auch als Best-of, keine Angst. Außerdem ist ja gerade ein laufendes Let's Play. Und ich muss überlegen, ob ich beide, also einmal seine erste Runde und zweite Runde in ein Let's Play, in ein Best-of packe oder das trennen werde. Nach alle retten und alle töten. Mal schauen. So, was gibt's noch? Ja, zu Best-of steht nichts mehr da. Und das Witzige ist, nachdem ich die Thumbnails jetzt aktualisiert habe, also ausgebessert habe, sind die Aufrufe erstmal nach oben gegangen. Ich habe zwar keine Ahnung, ich glaube, das Panik-Weihnachts-Best-of-Ding geht wieder ein bisschen ab. Nachdem das ja, wenn man nach Pandoria sucht, bei der Suchergebnis das erste ist, was angezeigt wird. Warum? Das ist nicht mal vom Pan selbst. Und es wird trotzdem als erstes angezeigt. Wow. Das verwirrt mich doch. Auf viele Arten und Weisen. So, was habe ich als nächstes da stehen? LPs. Achso, dass ich zu LPs einerseits, um schon vorgewarnt zu sein, ich werde wieder auf den alten Rhythmus, denke ich mal, zurückgehen, nachdem Crash zu Ende ist. Das werde ich auf jeden Fall noch zu Ende machen. So lange geht das nicht mehr. Und danach wieder nur ein Let's Play laufen, weil ich denke mal nicht, dass ich es während des Studiums schaffe. Ich werde es schon schaffen, aber es ist halt ein größerer Arbeitsaufwand, den ich gerne sparen würde, auch wenn es nur ein paar Stunden sind. Aber das ist mir dann doch lieber und außerdem spare ich so wenigstens noch ein bisschen Internet von meinen 50 GB, die ich dann frei haben werde. Ja, mal schauen, wie ich klarkommen werde. Das wird ein Spaß. Also, damit ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Los, fahr da hoch! Ah, wir sind oben. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir wieder hier. On the beginning. So, wie dann, was gibt's noch? Ja, dass ich bei Crash diese Woche einen kleinen Fail hatte, nachdem ich meine Audacity-Sprachaufnahme nicht gespeichert habe. Was echt dumm war. Ich hab's dann einfach geschlossen. Und hab dann einfach nachkommentiert, weil ich war, den Part hätte ich eh nicht nochmal aufnehmen können, weil der Crash automatisch speichert und bla. Deswegen musste ich es wohl da übel nachkommentieren, was aber nicht so schlimm war. Wow. Sieht immer ein bisschen so Ragdoll-mäßig aus, wenn er hinfällt. So, dass die Arme und Beine so rumschlackern. Ja, ich finde es dämlich, dass man hier irgendwie nicht Umweltkollision ausschalten kann, also dass man gegen Bäume fährt oder so. Huch, ach, da war die Map schon zu Ende. Okay, das wusste ich nicht. So, ja, bei Crash ich eine Fail in der zweiten Folge, die diese Woche rauskommt. Mal schauen, Crash wird dann noch zwei, drei Wochen, nee, nicht mal, ein, zwei Wochen gehen, denke ich mal. Also nicht mehr so lange. Und danach halt wieder normal, Entschuldigung, normal weiter Pokémon. Und danach wird, denke ich mal, Naruto Ultimate Ninja, ich will mal Storm sagen, obwohl das nicht Storm ist. Naruto Ultimate Ninja 4 kommen, weil ich darauf ein bisschen mehr Lust habe als Majora's Mask. Und habe ich auch gestern, ich habe tatsächlich ewig gebraucht, oder ewig überlegt, ja, wie machst du das Thumbnail? Ich habe ewig nach Hintergründen gesucht, weil ich hatte normalerweise nur diesen Naruto-Sprite vom Cover von dem Spiel und das Logo. Und habe ich überlegt, ja, was nimmst du als Hintergrund? Und nee, und habe ewig keinen Hintergrund gefunden, habe ich einfach gestern mal ein bisschen rumgespielt mit den, bei GIMP, mit den Verläufen. Also Farbverläufe. Wow, Alter. Und da habe ich was sehr, sehr Cooles gemacht. Also mir gefällt das Thumbnail. Und ich hoffe, euch auch. So, ich blende es jetzt nicht hier ein. Es wird noch ein Geheimnis bleiben, bis das Projekt startet nach Pokémon dann. So, das ist auch erstmal so der Fahrplan für die nächsten Monate. Mal sehen, was danach, ob ich nach Naruto dann Majora's Mask angehe. Ah, Naruto passt dann auch einfach zum Studium wegen Japanisch und bla. Und ich habe Lust darauf. Mehr Lust als auf Majora's Mask, obwohl ich Majora's Mask auch gerne spielen würde, aber Naruto ist dann doch irgendwie, habe ich mich mehr drauf eingestellt, ich weiß nicht. So, und dann noch, wie es nächste Woche ein bisschen weitergehen wird. Weil nächste Woche ist ja dann, also für euch gesehen schon morgen, für mich gesehen übermorgen, der Umzug nach Leipzig. Und es wird auf jeden Fall eine Roomtour geben. Da freue ich mich schon drauf, die zu machen. So, endlich mal
Ich hatte hier auch schon geplant, habe gesagt, nee, wenn dann machst du es dann, wenn du umgezogen bist. Die Room Tour. MX Plus ATV wird auf jeden Fall noch kommen. Da werde ich auch, glaube ich, in der Room Tour nochmal drauf verweisen, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, was ich denn hier so mache, dass er gerne hier reingucken kann. Ich muss ja tatsächlich gerade, weil ich schon alles eingepackt hatte, den Controller nochmal raussuchen. Weil ich natürlich so schlau war und den schon in die Packung getan habe. Also ich habe alle technischen Geräte in die Originalverpackung getan. Deswegen musste ich gerade nochmal den PS3-Karton raussuchen. Und den Controller rauspacken. So, aber das ist ja kein großes Problem. Und ja, Umzug. Roomtour. Und ich denke mal trotzdem, dass die Let's Plays weitergehen sollten. Muss halt nur gucken, ich muss mich noch ummelden und die Unicard abholen und bla bla bla. Da ein paar Dinge erledigen. Und mich mal mit den Straßenbahn-Netzplan-Dings auseinandersetzen. Damit ich nicht sonst wo lande. Aber das dürfte ja kein Problem sein. So, sehr gut, das war's. Der Part ist nicht so lange. Diesmal, wenn man sich nur aufs Quatschen konzentriert und hier die ganze Zeit nur random durch die Gegend fährt, geht das eigentlich viel, viel besser. Wow. So, was habe ich noch? Ganz unten habe ich noch random Sachen. Ich will nach Japan stehen. Jetzt noch mehr, nachdem diese Woche schon so viele Bilder kamen von Erik und Pan. Oh, das hat sich gereimt. Wie schlecht. Ich will nach Japan. Noch in 2 Jahren. Ich erzähle das jetzt in jedem Part. Aber es wird geschehen. Ich habe mir überlegt, wenn ich an dem Auslandsjahr nicht teilnehmen kann, aus irgendeinem Grund. Weil es können ja nun mal nicht alle Japanologie studenten in dem Semester nach Japan. Habe ich mir überlegt, zumindest für ein paar Wochen. Weil ich sparen tue ich ja so oder so. Für ein paar Wochen nach Japan zu düsen. In den Semesterferien oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall will ich dorthin. Jetzt noch mehr. Vor allem freue ich mich für Pan sehr. Weil sie ist wirklich 16 Jahre lang hat sie davon geträumt, nach Japan zu kommen und so. Und ich weiß noch, als sie vor ein paar Monaten noch gesagt hat, dass sie in den nächsten Jahren bestimmt nicht dorthin kommen wird. Und jetzt ist sie dort und freut sich vor allem über das Essen. Ich habe jetzt ein Bild gemalt, wo sie in Erik Rahmen essen. Sie dann drunter so, Essen, Rahmen, Essen ist toll. Ja, muss ich lachen. Ist schon sehr, sehr niedlich. Ich werde, glaube ich, auch nur essen die ganze Zeit dort. Nach meiner Doku, die ich mir angeguckt habe. Also, die habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt. Klatsch. Das sah sehr lustig aus, wie er so gegen die Wand dann so langsam runtergerutscht ist. So, ich denke mal, das war's aber für diesen Part. Irgendeinen coolen Sprung will ich noch zum Abschluss schaffen. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wo wir lang fahren könnten. So, das war's für diesen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.